Leute, was geht ab? Ich und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute öffne ich das Mega Starter Pack von der Super Mario Panini Serie. Man mag es kaum glauben, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, komm, ich muss das einfach auspacken für euch. 9,99 € kostet das Starter Pack. Die Super Mario Serie bekommt ihr im Panini Online Shop, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr euch jetzt danach sagt, boah geil, ich habe auch Bock, die Karten zu sammeln. Und ich kann euch sagen, ich glaube, ich werde einen Let's Collect machen. Nicht mit der Serie, aber mit dieser Serie. Guckt euch dieses geile Heft an, Alter. Es sind nämlich die Super Mario Panini Sticker. Und da habe ich irgendwie Bock drauf. Aber da wird es in den nächsten Tagen auch nochmal ein Unboxing zu geben. Lasst gerne am Anfang des Videos einen Daumen nach oben da. Super Mario Trading Cards von Panini. Und Abfahrt! Super Mario ist für mich einfach Kindheit und hier haben wir die erste. Das ist eine Limited Edition von Mario. Wie geil ist das denn, bitteschön? Eine Mario Limited Edition. Hier sind die drei Super Mario Packs. Pro Pack sind 8 Karten. Und dann haben wir das Album. Was liegt hier vorne drin? Ach, die Nummern, die man da oben wieder kleben kann. Aber brauche ich nicht. Weg. Weg damit, Junge. Zack. Dann die einzelnen Folien. Und hinten ist auch nochmal mit mit Mario und Luigi. Was ist euer Lieblingscharakter? Wenn ich jetzt mal so mich zurückerinnere, ich habe eigentlich wirklich immer, ich war immer der klassische... Ich habe immer sehr gerne Toad genommen und Mario. So bei Super bei Mario Kart. Ich war nie irgendwie der Bowser-Fan. Yoshi war ich auch nicht. Also wer wirklich Mario und Toad war bei mir so meine Kindheit. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Ich packe jetzt einfach mal den Mario als Schutz hier vorne rein. Dass der nicht kaputt geht. Zack. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Karten aussehen. Drei Packs haben wir hier am Start. Drei Packs haben wir am Start. Und wir beginnen mit Mario und Luigi. Kartenqualität, so wie man es von Panini kennt. Und da hinten die Kartennummer, wichtig, 109. Mario und Luigi, dann haben wir Baby Mario. Der sagt mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr so viel. Grün Panzerdinger. Oh, die erste Insert vom Mini Bowser Dinkedönse. Ich habe leider bei solchen Namen, bei den nicht typischen Charakteren, bin ich leider jetzt auch mittlerweile raus. Hier haben wir hier auch Peach Golden Card. Aber ich glaube, es ist nicht Peach, sondern irgendwas, ich weiß nicht, die Tochter von Peach oder weiß ich nicht, die Cousine von Peach. Weil Peach hat ein pinkes Kleid. Nochmal so eine Art-Karte. Eine Line-Drawing-Card. Auch cool gemacht. Dann haben wir hier Daisy und Fly Guy. Coole Karten. Kann man nichts anderes zu sagen. Wir starten wieder mit Mario und Luigi. Dann haben wir Mario, Yoshi. Die Sportkarte wieder von ihr. Genau die gleiche. Oh, Donkey Kong. Donkey Kong war aber auch immer geil. Silver Card von Donkey Kong. Die Gold Card von Bowser. Das Yoshi Ei. Und Piranha, die Piranha Pflanze. Oh, die Piranha Pflanze als... Die kriegt man ja auch bei Mario Kart. Baby Luigi. Puzzleteil. Ludwig. Sport Card von Luigi auf einem Snowboard. Die Silver Card von Mini Bowser. Bowser Card, Fireflower und Speedy Sheep Sheep. Und das war's. Also mir gefallen die Karten. Das ist mal was komplett anderes. Sind jetzt keine Fußballkarten, aber Super Mario ist einfach Kindheit. Super Mario ist einfach Kindheit. Schreibt mir mal eure Meinung gern in die Kommentare dazu. Und jetzt habe ich leider die Packs weggeschmissen. Ich würde mal gerne wissen, wie selten diese Goldkarten sind. Weil wir haben jetzt hier 3 oder 2 gezogen. Zack, Bowser hatten wir ja auch noch hier. Sehr geiles Teil. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich, wenn ihr Bock habt, die Super Mario Serie zu sammeln. Unten in der Beschreibung ist der Link zum Panini Online Shop. Und dann bin ich raus. Ciao.